pride with a villain inside. Just feeling a stride like a horse with all the skates. Absolut gediegen. Es gibt zwei Sachen, die musst du klar sein. Du hast zwei Looks. Da hast du einen Commercial Look, Werbelook. Das ist dieser hier. Bisschen kitschig. Und dann haben wir einen zweiten, der ein bisschen seriöser Look ist. Dann sagen wir Theatrical Look. Du musst eine Vorbereitung auch noch haben. Die Vorbereitung ist ganz wichtig. Und dann machst du diesen hier. With the heart to flow, like a river upstream, cause I go against the grain while I'm I pride, put the feeling inside, just feeling a stride, like a horse who will escape. Of course I hold the weight and fold the weight. Origami, cross your arms and spread your shoulder blades, like crucifixion, without the superstition. Stay drive, take five, make it one, raise your gun, lick shot for hip hop, quick stop. I mean, photographer? I mean, like, no, it's, well, I do it on the side. I'm actually an actor. I mean, I take pictures. I mean, yeah, I'm a photographer. Huh? Flow begins, a classic case study. Get the fuck out my face, buddy, just chill. I need a drink still on the rocks, like a calm jetty palm, sweaty, red light is on, ready, start, go. Steady, with the heart to flow, like a river upstream, cause I go against the grain while I'm living out dreams. Route means to an end, so I can steer the boat, open your ears, hear the dough. Killing my pride, with the feeling inside, just feeling inside. Unbelievable, sexy. What can I say? She's just a sexy little girl. Cross your arms and spread your shoulder blades like crucifixion. Without the superstition, stay drive, take five, make it one, raise your gun, lick shots for hip hop. We had fun. She absolutely loved it, of course. What are you talking about? Yeah. Never know the story or the clever flow begins. A classic case study. Und es war so ganz komisch ruhig, weißt, und irgendetwas einfach nicht stimmt. Und ich fand, echt, jetzt muss ich ein Schweizer Handy nehmen und dann Dani anrufen. Und ich habe mir einfach gesagt, Dani, jetzt musst du sofort dahin kommen, etwas stimmt nicht. Irgendetwas ist passiert, aber sie hat mit niemandem geredet, ganz verstört. Ich wusste, irgendetwas ist nicht okay. Ich meine, ich weiss ja, dass sich Chanel immer ein bisschen sexy anlegt und so, oder? Aber das gibt ja dem immer noch keine Bewilligung, sie einfach anzugrapschen und so. Und das ist natürlich dann anscheinend zu weit gegangen, oder? Hat schon gemeint, wow, 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 okay, no problem, Fotoshoot gratis und so, oder? Ja, klar hat die am liebsten reingeschlagen, oder? Weil, aber das ist ja vielleicht auch nicht immer die beste Lösung, oder? Nein, sag ich nicht, aber da ist, ich habe nichts gemacht. Ich bin zu einem Fotoshoot gegangen in einer Gruppe. Um Headshots zu machen. Und von nichts anderes. Chanel, mehr als sonst. Also ich meine, kannst auch nur so viel provozieren. Irgendwann ist ein Fotograf nur ein Mann. Und dann irgendwie ins Hinterräumchen weg und wahrscheinlich gesagt, Jacke etwas weiter auf und das Höschen ab. Und dann machen wir noch mal ein paar schönere Fotos. Und plötzlich ist der Dani da gestanden, aus dem Nichts. Und dann hat es geheißen, zusammenpacken, adieu, wir gehen. Zack, boom. Also es hat alles sehr professionell ausgesehen. Und sie lächelt ja und sagt immer ja zu allem. Also, ich kann nicht ihre Mutter spielen, die ist ja alt genug, die weiss ja, was sie machen muss. Ja gut, also wenn ich jetzt also nicht verheiratet wäre, dann hätte ich da sicher wieder angegriffen. Das verstehe ich der Hecht schon, gell? Weißt du, Gottverdammt, ich habe doch wirklich keine Kontrolle, das ist die Bohnen an der Hose. Das ist einfach ein Arschloch, so wie man es wirklich im Buch liest. Man liest ja das auch. Dass sie jetzt ein grosses Ding daraus macht, dass sie angemacht worden ist und sexuell belästigt, dass sie jetzt provoziert und ja, also wirklich voll abgeschlossen. Hello, yes, hello. Alan? Yes, this is Daniel Metzer, the Swiss guy from the party. Yes, the boxer, yes. Yeah, you said something about the job. It's a great event. It's a very sweaty event. And I think people are usually very, very uncomfortable. It's not the most fun, but it's definitely a lot. There's a lot of anxiety. But it's fun to see all those people that you would never meet otherwise, all in one room. Hey, schau mal, das muss ja ein mega Gefühl sein, einen Oscar zu gewinnen.
Ja, vielleicht gönnst du auch mal einen, wer weiß. Mein Gott, das wäre nicht hell. Warum sind wir ja da? Der Henry Fonda hat 47 Jahre gebraucht und Peggy Ashcroft auf 52. Hast du noch mal Zeit? Ja, dann wäre ich ja 77. Das Alter spielt doch keine Rolle. Ja, also ich möchte schon früher mal einen Oscar. Du musst auch ein bisschen Gas geben. Für das bin ich jetzt da gekommen. Was I supposed to have sex with her in the story? Well,